für die Unterstützung, was ihr hier gemacht habt. Da waren die einen oder anderen Schritte dabei, da hätten wir das nicht für möglich gehalten, dass wir so eng und gut miteinander zusammenarbeiten. Das wünsche ich mir für alle Projekte der Zukunft, genauso offen und ehrlich weiterzuarbeiten. Auch einen großen Dank natürlich an die Politik, die auch hier die Finanzmittel zur Verfügung gestellt hat und auch die diesen Mut bewiesen haben, für andere Schritte mitzugehen und uns hier als Landgemeinde Feuerwehr zu unterstützen. Das ist nicht selbstverständlich, dass man das macht, und dafür erstmal ganz herzlichen Dank. Das Fahnenkommando einmal angetreten. Wir werden hier jetzt zwei Zeremonien durchführen. Die eine Zeremonie ist die, dass wir das Auto nass machen und die Gerätewarte die Aufgabe haben, das Auto wieder trocken zu wischen, um zu zeigen, dass man ehrfürchtig und mit Respekt mit diesem Gerät umgeht. Die zweite Zeremonie wird sein, dass wir eine Pushback-Zeremonie durchführen, sodass wir dieses Fahrzeug zum ersten Mal, bevor es überhaupt einmal bewegt wird, rückwärts in die Halle schieben. Der Hintergrund dieser ganzen Zeremonie ist, dass in den früheren Jahren die Pferdekutschen von den Einsätzen wiederkamen, die Pferde abgespannt wurden und die Feuerwehrleute die Kutsche rückwärts von Hand in die Halle schoben. Das hat man dann irgendwann umgemünzt in eine Tradition, dass wenn man ein neues Fahrzeug bekam, als allererstes, bevor es in Betrieb genommen wurde, rückwärts in die Halle schob, mit den Bürgern, der Politik, Verwaltung, wie aber auch den Feuerwehrleuten selber, um zu zeigen, dass man dankbar ist für die Arbeit, die da reingesteckt hat.